Bremerhaven. Hier findet jedes Jahr eines der spektakulärsten Motorradrennen in Deutschland statt. Und nirgendwo kommen die Zuschauer so nah an die Rennstrecke wie hier im Norden. Möglicherweise. Hier sind über Pfingsten über 30.000 Zuschauer. Das ist keine reine Sportveranstaltung, das ist ein Happening. Hier kommt der Vater mit der Mutter und dem Kind und alle fühlen sich wohl. Das ist das Besondere. Gefahren wird in Bremerhaven in 13 unterschiedlichen Klassen. Hier ist alles am Start und wird von den Zuschauern gefeiert. Vom Supersportler über historische Rennmotorräder bis hin zu klassischen Gespannen oder auch Rennrollern. Ein Wochenende mit viel Spaß für Zuschauer und Fahrer. Und der Titelverteidiger Mr. Hayabusa zeigt uns die Strecke in Bremerhaven. So, jetzt geht's los. Eine Runde Fischereihafenrennen. Hier vorne ist der Start, die Start- und Ziellinie. Mit meiner LKM Hayabusa komme ich da locker auf weit über 200 km/h die gerade runter. So, und hier kommt da die erste Rechtskurve, wo sich nach dem Start ganz böse knibbelt. Da muss man dann aufpassen, auch den Linksknick wieder richtig zu kriegen. Und hier geht es dann die Gerade wieder runter, einen Gang nach dem anderen. Die nächste Kurve hat zwei Linien, wobei ich aber immer normalerweise richtig innen reinsteche. Und wenn einer neben mir ist, der muss dann bremsen. Wer nachgibt, verliert. Dann kommt das Motorrad wieder aufs Hinterrad. Man muss dann nur gucken, dass es schnell wieder runterkommt, weil dann die Schikane kommt. Und bei der Schikane besteht die Gefahr, dass andere Teilnehmer an die Strohballen kommen und die dann einen vors Vorderrad werfen. Die Strecke in Bremerhaven ist sehr gefährlich und immer wieder kommt es zu Ausritten und Stürzen, die aber, Gott sei Dank, meist glimpflich ausgehen. Die Strecke ist sehr eng, verzeiht keine Fehler, hat keine Sturzbäume. Und das Bremerhavener Fischereihafenrennen zu vergleichen mit Monte Carlo, da knallt man mit der Formel 1 zu Straßenschluchten. Und hier in Bremerhaven wird mit auch einer irrwitzigen Geschwindigkeit mit Motorrädern auf einem 1,9-Kilometer-Kurs gefahren. Deshalb ist die Vorbereitung besonders wichtig. Die Mechaniker sorgen an Elmas Maschine dafür, dass alles bestens funktioniert und sich Mr. Hayabusa ganz aufs Fahren konzentrieren kann. In Gedanken gehe ich schon mal die Strecke durch. Böp, 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 böp. So, jetzt bin ich im Ziel. Und dann wird es für den Titelverteidiger ernst. Das erste Zeittraining steht an und jetzt muss Elmar zeigen, was er und seine Maschine können. Aber dann die Katastrophe. Alles klar, Elmar? Ja, die rote Lampe ist an. Während die Konkurrenten schon auf die Strecke fahren, wird an Elmars Motorrad noch hektisch geschraubt, Öl kontrolliert und aufgefüllt. Und dann kann auch Elmar Geulen endlich zu seinen ersten Runden in Bremerhaven auf den Rundkurs gehen. Aber sein erster Auftritt dauert nicht sehr lange. Ich hab ja was hier los. Ging komplett so quer. Und so endet der erste Renntag in Bremerhaven für Mr. Hayabusa ganz anders, als er sich das vorgestellt hatte. Ich bin losgefahren, beim Beschleunigen kommt die mir komplett auf der Geraden quer. Dass ich gedacht habe, das ganze Rad ist voll Öl. Definitiv ein mechanischer Defekt, der Motor ist festgegangen. Eine Katastrophe für Elmar. Werden seine Mechaniker die Maschine wieder hinbekommen? Am nächsten Tag die Erkenntnis. Da muss vom Ölpumpenantrieb und Zahnrad kaputt gegangen sein. Daraufhin hatte ich keinen Öldruck, bin dann noch auf die Strecke raus und hatte nach ca. 300 Metern, als ich gerade in der Beschleunigungsphase war, ist der Motor festgegangen und das hatte zur Folge, dass das Hinterrad blockiert hat und ich so ca. 150 Meter gerutscht bin, konnte den Sturz vermeiden. Aber wir haben nicht die Ersatzteile, der Motor muss komplett auseinander. Also ist im Moment die Top-LKM-Suzuki nicht einsatzbereit.
Ich muss auf das Regenmotorrad ausweichen. Das bedeutet eine Menge Arbeit für die Mechaniker, die die Regenmaschine umbauen müssen, damit sie auch bei trockenen Bedingungen optimal läuft. Sie bekommt einen neuen Kühler, die Regenreifen werden durch Slicks ersetzt. Jede Hand wird jetzt gebraucht, damit die Maschine rechtzeitig fertig wird. Wir haben das Regenmotorrad auf trocken umgebaut. Wir haben kleine Reparaturen durchgeführt, eine neue Gabelbrücke eingebaut, Elektrik was verändert. Jetzt müssen wir uns fast beeilen. Und während die Crew noch am Motorrad schraubt, alles fürs zweite Training herrichtet, gibt es für Elmar an diesem Wochenende endlich einen Grund, sich zu freuen. Ich bin total aufgeregt, da kommt meine neue Kombi. Oh. Geil! Der Mr. Hayabusa. Ein Traum. Und nach, Moment, jetzt kommt der Obertraum. Der schnellste Mann. Guck mal, die schnellste Kombi. Hayabusa-Zeichen. Guck mal hier. Fünf Sterne. Das ist schon was Edles. Okay. Gary Glitter ist ein Scheißdreck dagegen. Elmar ist gut drauf und sein Freund Olli wagt eine Voraussage für das Wochenende. Er wird Gewinner. Warum? Elmar ist ein Siegertyp. Der geht nicht auf den Platz, um Fußball zu spielen, der geht auf den Platz, um zu gewinnen. Jawohl. Das ist Elmar. Dann wird es für das Team um Mr. Hayabusa ernst. Das zweite Zeittraining. Jetzt gilt es. Jetzt muss ich zeigen, ob die Anstrengungen der letzten Stunden erfolgreich waren. Aber am Start gibt es schon wieder Probleme. Ich habe keine Lust mehr. Scheiße. Nee, Scheiße. Diesmal ist es Kühlflüssigkeit. Und wieder fahren die anderen schon auf die Strecke, während bei Elmar noch hektisch gearbeitet wird. Aber dann ist es auch für Mr. Hayabusa soweit und endlich kann auch er seine ersten Runden in Bremerhaven drehen. Vorsichtig tastet er sich auf seine Art an die Strecke heran, die jedes Jahr neu gesteckt wird. Und am Ende des zweiten Trainings liegt Elmar Geulen auf Platz 9 und ist nicht ganz mit dem Ergebnis zufrieden. Hier fahren sie alle mit dem Brett vor dem Kopf. Hier musst du besonders in den ersten Runden richtig Druck machen, sonst bist du draußen. Du kannst extrem schwer hier überholen. Und wenn du überholst, dann hast du automatisch ein Sturzrisiko, das du eingehen musst. Ja, und was war eigentlich jetzt los am Vorstart, mit der, dass da aus dem Kühler Flüssigkeit rauskommt? Wir haben den Kühler ausgetauscht, haben Flüssigkeit reingefüllt, aber im Ausgleichsbehälter war noch Flüssigkeit drin. Das heißt, da war ein bisschen zu viel drin. Das hat er jetzt durch den Überlauf rausgepumpt. Jetzt hatte ich natürlich die Sorge, dass wenn ich auf die Strecke fahre, dass die ganze Zeit die Flüssigkeit ausläuft. Im Rennen darf jetzt nichts mehr schiefgehen. Ist die Pechsträhne für Elmar und sein Team jetzt endlich vorbei oder kommt es noch schlimmer? Im Moment habe ich also einen 9. Startplatz, das bedeutet 3. Startreihe. Das ist sehr schwierig jetzt erstmal. Ich habe jedes Jahr hier die Starts gewonnen. Das dürfte jetzt etwas schwieriger werden. Aber ich bin immer ein Optimist und werde nachhaltig mich bemühen. Wenn ich mich jetzt nach links bewegen würde, dann hänge ich an den Strohballen. Also wenn überhaupt, dann geht der Weg nur hier an der 26, an dem zeitschnellsten vorbei. Jeder Start ist anders. Und ich habe aufgrund meiner Motorleistung die Möglichkeit, im zweiten Gang zu starten. Das macht kein anderer. Aber wie gesagt, Theorie und Praxis differenzieren ab und zu schon mal. Puh. Nee, nee. Boah, das ist, ja, das ist ja mal ein Willkommensgruß hier im hohen Norden. Köstlich, guten Appetit. Das passt da wieder mit der Diät. Und während sich Elmar und sein Team stärken, gehen die Rennen in Bremerhaven in den übrigen Klassen weiter. Nirgendwo können die Zuschauer so nah an der Strecke stehen, nirgendwo so hautnah Rennatmosphäre schnuppern wie hier im hohen Norden.
Das Fischereihafenrennen ist mehr als ein Rennen. Es ist auch ein Familienfest mit langer Tradition, das in diesem Jahr sein 50. Jubiläum feiert. Und langsam muss sich auch Elmar für seinen Start vorbereiten. Von Platz 9 in der dritten Startreihe geht er in die erste von zwei Wertungen für die Fishtown Open, der Königsklasse in Bremerhaven. Und Mr. Hayabusa greift an, gibt ordentlich Gas und schafft es, einige seiner Konkurrenten zu überholen. Stück für Stück schiebt er sich weiter an die Spitze des Feldes heran. Aber das Überholen beim Fischereihafenrennen ist schwer. Die Hobbyfahrer sind oft unberechenbar. Und so hat Elmar, als die Zielflagge geschwenkt wird, 4 Plätze gut gemacht und geht als 5. in den 2. Wertungslauf. Ja, das eben mit dem Video, das war Mr. Hayabusa. Das war Elmar Säule mit seiner Hayabusa. Elmar zeigt vorsichtigen Optimismus. Ich bin nach wie vor zuversichtlich. Aber der Sprung aufs Treppchen wird heute vielleicht doch etwas schwieriger. Aber schauen wir mal. Küt wie Küt. Der Kölsche sagt, der Küt wird Küt. Ne? Und dann ist noch immer Jotje Jan. Wir haben einen Trostpreis für euch. Wenn ihr heute keine Schale gewonnen habt, dann gibt es was anderes. Bitte schön. Oh! Ja, Leute, das wird aber erst nach dem zweiten Lauf laufen. Aber die Pechsträhne reißt an diesem Wochenende für Elmar und sein Team nicht ab. Denn es beginnt zu regnen. Heftige Schauer gehen über der Rennstrecke und dem Fahrerlager nieder und setzen alles unter Wasser. Und dann wird der Profi Elmar Geulen zur Rennleitung gebeten. Sein fachmännisches Urteil ist gefragt. Elmar, was meinst du mit der Strecke? Ist das fahrbar? Wir fahren. Die Zuschauer haben Geld bezahlt. Und dann wendet sich der Titelverteidiger direkt ans Publikum. Meine Meinung ist, liebe Zuschauer, ihr habt gutes Geld bezahlt, dann könnt ihr auch eine gute Leistung erwarten. Es wird von meiner Warte aus auch im Regen gefahren. Dafür haben wir Regenreifen. Meine persönliche Meinung, das muss ich jetzt sagen, ich kann die Rennleitung nicht vorgreifen, wir fahren. In diesem Sinn. Aber bei den Verantwortlichen gibt es Diskussionen. Im April bei Schneetreiben. Ich persönlich werde nicht fahren. Ich bin der Meinung, man soll fahren. Und diesen Pipi-Kragen, da machen wir so ein Theater von. Diese Unterbrechung ist ja nicht, weil es nass ist, weil wir oben die Schikane alles voll Öl haben. Und die Klassen, die keine Regenreifen haben, raus. Es dreht sich nicht um Regen hier. Elmar geht zurück zu seinem Bus und wird dann bei der endgültigen Absage des Rennens richtig sauer. Kannst du mit dem Arsch lecken? Dass ich das so ansagen muss. Krieg ich das Kotzen. Krieg ich das Kotzen. Die Veranstaltung ist beendet. Und dann bleibt Elmar für dieses Rennwochenende nur noch eines zu tun. Gemeinsam mit seinen Kollegen eine Ehrenrunde zu drehen und auf mehr Glück im nächsten Jahr zu hoffen. Da be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing.